Hallo und herzlich willkommen zu diesem hübschen, tollen Tag heute. Genau, ich habe ja im letzten Video gesagt, es kommt ein Video über das Dressurreiten. Und ich stehe hier mit meiner Rose Hope. Im letzten Video habe ich gesagt, dass ich den Friesen habe. Allerdings würde ich das doch gerne doch mit meinem Lusitano machen und sie als das Dressurpferd nehmen. So, genau. Wir sitzen uns, sie hat die Clubsachen an, die der Club vorschreibt und ja, genau. Und wir gehen jetzt los und schauen gleich mal. Was wir so Schönes machen mit ihr. So. Also. Wir fangen an mit Wolter. Wolter. Hintereinander. Normal laufen. Und wenn im Chat kommt, wollte, dann kann man jetzt mal bei E, drehen sich alle einmal um den Kreis und laufen weiter. Das darf gerne nochmal passieren. Und wollte, alle einmal um den Kreis. Genau. Wir probieren das auch, wenn wir nicht am Rand sind, und zwar in der Mitte, dann laufen wir hier in die Mitte und sagen ungefähr, wenn man bei B sind, ungefähr, schau jetzt gerade, und dann kommt das Zeichen Holte und dann wird einmal umgedreht. Ich blende hier auch jedes Mal ein, wie das im Chat stehen sollte. Genau. So, dann sind wir bei Nummer 2. Nummer 2 ist auch ein Drehung, und zwar ist das nicht gleich. Und zwar, ihr lauft hintereinander. Aber wollte und macht der vordere links rum, der zweite rechts rum, der andere wieder links rum, der andere wieder rechts rum. Ich kann das leider nicht zeigen, weil, wie gesagt, das ist jetzt keine Online, aber das ist nicht schlimm. Das tun wir auch. Ja, auch mal ein Freund online, aber keine offen. Genau, also, das kann ich leider nicht zeigen, aber eben, wie gesagt, im Schritt und dann. Eben, wollte der erste links, der zweite rechts, der dritte links, der vierte rechts, der fünfte links, der sechste rechts. Je nachdem, wie viel es sind. Genau. Und zum nächsten. Der nächste Schritt ist einfach. Einer läuft hier, der andere läuft parallel auf der anderen Seite und es kommt auch, dass Wort wollte vor, also drehen beide im Kreis, aber gleich. Je nachdem, wie viele Leute da sind, kann man das mit Phase 2, dass der erste links, der zweite rechts, aber so, dass der parallel man genau in die gleiche Richtung geht. Das heißt, wenn ich mich drehe, muss der links auf der anderen Seite hier auch sich drehen, in meine. Und der zweite aber immer rechts. Ja? Genau. Dann gehen wir zu Phase 3. So, das nächste machen wir im. So, quer. Also aus der Ecke raus laufen wir im. Trab. Danke, Tastatur. Gibt mir so einen Geist auf. Im Trab
Es kommt die Spezialvolte, abgekürzt SV. Ihr dreht euch einmal im Kreis. Und wenn ihr einmal im Kreis seid, geht ihr in den Schritt. Und geht wieder in den Trab. Und auch eigentlich in das Eck. Also sollte eigentlich quer sein. Also ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Ich mach das nochmal. So. Zeige ich das nochmal. So, da habt ihr es gesehen? Die Spezialwolte. Und wir gehen zu Schritt. Nummer 5. Genau. 5. Genau, so, dann geht es aber auch andersrum. Das zeige ich euch jetzt. Das geht dann nämlich so, dass wir zuerst in den Schritt. Dauert jetzt ein bisschen länger, aber nicht schön. Erst den Schritt, dann die Drehung, einmal und dann, hallo, in den Trab. Ja, langsam. Dann in den Trab, wieder zurück in den Schritt. Dann nochmal drehen, im Schritt, im Trab und hallo. Eigentlich, ja, meine Düsseldorf. Also im Grab herum und wieder in den Schritt. Ich zeige euch nochmal oben, ob das jetzt besser ist. Ich warte ganz kurz, bis mein Pferd, genau. So, also einmal im Kreis und dann und wieder in den Schritt. Ich weiß nicht, warum meine Tastaturen stimmen, völlig. Aber sie stimmt. Wir gehen zu Schritt Nummer 5. Wo machen wir jetzt? Der nächste Schritt, den ich euch beibringe, ist Arbeitsverlauf 3. Das heißt, ihr seid erster im Arbeitsverlauf. Dann kommt das Wort, ich habe die Abkürzung jetzt noch nicht, ich habe jetzt erst. So, einmal in Volte, Arbeitsgalopp und dann einmal in den Trab. Und wir gehen wieder in den Arbeitsgalopp und drehen uns wieder. Und dann gehen wir in den Trab. So, der nächste Schritt kann ich, also das ist alles noch Volte. Ja? Der nächste Schritt ist im Trab und dann der Arbeitsverlauf. Das heißt, ihr lauft im Trab. Macht eine Volte. Und geht in den Arbeitsverlauf. Geht zurück in den Trab, lauft wieder gerade, wartet kurz, bis das kommt, dann macht ihr nochmal eine Drehung und im Arbeitsknopf, jetzt funktioniert, und wieder in den Trab und dann war es das schon. Okay, dann machen wir weiter mit Uwe, gucken, wo bin ich? Ich habe mir hier alles aufgeschrieben, dass ich mich wieder überlegen muss. Jetztbaum, die Stufe, Arbeitsgalopp, Schritt. Das ist etwas schwieriger, ist aber auch nicht so schwer. Los geht's, ihr seid im Arbeitsgalopp. Da müsst ihr jetzt ziemlich gut sein. Es kommt das Wort
Ihr macht eine Wolte und geht sofort zwei Stufen runter. Und ja, dreht euch natürlich weiter. Genau. Geht wieder in den Arbeitsgalopp. Macht eine Wolte. Und geht zwei. Ja, dann weiß. Ja, genau, so. Ich zeig euch das jetzt nochmal konzentrierter. Moment. Wir stellen uns in die Ecke und laufen dann gleich los. Genau, so, dann haben wir den Schritt und Arbeitsverlauf. Also wieder umgekehrt. Ich fange jetzt mal wieder hier beim C an. So ungefähr die goldene Mitte. Wir fangen an erst im Schritt. Das ist jetzt gerade eigentlich andersrum. Erst den Schritt, dann die Wolte. Und in den Arbeitsverlauf. Zurück in den Schritt. In die Wolte. In den Arbeitsgalopp. Zurück in den Schritt. So, dann gibt es noch einen Dreierpunkt. Und der ist super gut und den kann man super toll umleiten und das sieht dann richtig cool aus. So, ich habe das jetzt auch erst ein, zwei Mal gemacht, in Real. Ich muss mal gucken, wie das hier mit der Steuerung ist, weil sonst weiß ich, welche Kommandos ich, wie ich mein Pferd machen soll. Also, der nächste ist Schritt, Trab, Agil. Das heißt, wir laufen im Schritt. Das ist jetzt eigentlich nicht so schwer, aber kann man auch rückwärts machen, aber nein, ist ganz einfach. Also ihr geht einmal im Schritt und dann könnt ihr das, also ich zeige euch das einmal so, dann geht ihr im Trab, macht eine Wolte und dann geht ihr nochmal in den Arbeitsgalopp. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie man das schöner ableiten kann. Ihr lauft im Schritt, ihr macht eine Wolte. Muss ich vorsichtig sein. Und dreht euch einmal in diese Richtung. Dann geht ihr in den Arbeitsgalopp. Und dreht euch wieder einmal in diese Richtung. Das könnt ihr auch andersrum machen. Ihr macht erst einen Schritt. Ihr geht erst nach rechts. Dann nach links. Und dann wieder nach rechts. Genau. Und das könnt ihr auch natürlich, wenn ihr zu mehr Zeit, natürlich schön wieder hintereinander machen oder parallel zueinander. So, dann gibt es dieses aus der Reihe raushalten. Und zwar, ich zeige euch das gerade mal. Wenn ihr zu mehr Zeit, sieht das natürlich schöner aus, ich zeige euch das mal. Ihr lauft hier im Trab oder im Schritt, egal. Ihr habt eure Partner, ja? Und ihr wisst, wie ihr euch aufstellen müsst. Das heißt, ich laufe nach links, der andere schon etwas früher. Wir laufen in die Mitte. Wir können das im Trab, im Schritt, im kleinen Arbeitsgalopp. Wie ihr das möchtet. Und geht natürlich wieder nach rechts oder eben nach links. Das Kommando ist raus. So,
Und dann haben wir, das ist so ähnlich wie das mit dem Raus. Das ist ja eigentlich fast das gleiche. Ihr lauft hier eine gerade Linie, ein Grab, ein Schritt, ein Arbeitsverlauf. Und das Wort ist teilen, alle gleichzeitig, eine rechts, der andere links und alle gleichzeitig. Und irgendwo trifft man sich dann wieder. Ich zeige euch das nochmal. Also, ihr lauft hier im Schritt, Grab, und dann eben teilt sich das auf. Der erste geht nach rechts, der nächste nach links, wieder der nächste nach rechts, aber alle schön gleichmäßig. Ich kann euch das leider jetzt nur so zeigen. Ja, das war so ein paar Grundlagen der Basics, die man erlernen tut. Gibt natürlich auch, also natürlich, der Lusitano kann natürlich das hier. Das ist ganz klar. Das ist auch super. Genau. Es gibt auch was, mit wo ihr Rücksmerz machen könnt. Ich zeige euch das gerade mal kurz. Das ist jetzt aber nicht gerade, also es gibt noch so viele verschiedene Sachen, aber das sind so mal die Basics. Ihr könnt natürlich auch einmal, ich nehme mal gerade, eine rückwärts und drehen und drehen und drehen und drehen und einmal drehen und drehen und drehen und drehen. Genau. Geht natürlich auch. Einmal zacki, 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 einmal zacki, 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 wie eine kleine Schleife so. Genau. Ja, es gibt noch, also wie gesagt, das hier, das kann halt, das kann halt natürlich, nee, das ist nicht der Luzi. Was sag ich denn da? Doch, Luzi. Das kann natürlich nur der Luzi Tano. Aber muss ja. Ja. Genau. Also, das war das kleine Infovideo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eine Sache habe ich vergessen. Natürlich kann jeder in den Club rein. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo mein. Also. Wir haben ja momentan im Club, habe ich ja gesagt, keine wir haben auch welche drin, so jetzt Konzentration, die nicht Star Rider sind. Und dafür gibt's hier das hier. Kann man auch üben, ist zwar nicht eckig, aber man kriegt das auch hier ganz super hin, wenn man üben tut. Das geht auch hier. Okay, das war's jetzt aber wirklich mit dem Infovideo. Es gibt demnächst noch ein Video fürs Springen, aber da weiß ich noch nicht, was die Alternative. Also ich zeige euch natürlich eine grüne Profil, die ich einstudiert habe. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das separat irgendwo anders machen kann. Wenn ihr uns im Club wollt, dann freuen wir uns. Sehr, 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 sehr. Ganz, ganz toll.